Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Wochenende Liebesorakel von 26. bis 28. Oktober 2018. Freitag, Samstag, Sonntag. Diese drei Karten symbolisieren die Energie am Freitag. Es passiert etwas am Freitag, Einflüsse von außen, und das berührt euren Gefühlen. Ihr werdet das intensiv spüren. Da kommt schon dieser Spiegel. Natürlich, diese Einflüsse kann angenehm sein, aber ihr sollt erstmal beobachten, wie fühlt sich das an. Wenn ihr die Nervosität, Unruhe oder sogar Angst verspürt, dann sollt ihr eher zurückziehen, zum Ruhe kommen, abwarten. So findet ihr wieder die inneren Gleichgewicht. Eine Nachricht ist zum Erwarten, also seid ihr nicht unsicher. Es ist nicht verloren gegangen, kommt auch nichts Negatives. Wenn ihr das aber so empfindet, dass euch das aus die Ruhe bringt, ihr werdet da eine Lösung finden. Wichtig ist im Vertrauen bleiben, das klärt sich wieder auf. Falls die Gefühle durcheinander kommen, weil ein Einfluss kommt von außen, dieser Spiegel ist gerade wichtig. Entweder ist es was Schönes und Angenehmes und dann sollt ihr das annehmen, das befreit euch und findet wieder die Ruhe. Aber wenn das Hindernisse sind oder irgendwelche Probleme auslöst, begrüßt auch wie ein Spiegel und ihr werdet eine Lösung finden. Wichtig ist die Ruhe und wichtig ist das Abwarten. Eine Reise ist möglich, aber auch möglich, dass es von Ausland etwas kommt. Samstag. Diese drei Karten zeigt die Energie am Samstag. Tatsächlich, hier ist schon sichtbar die Nachricht und das klärt sich etwas auf. Und so kommt ihr zum inneren Ruhe. Ihr werdet die Wahrheit erfahren. Das, was Freitag passierte, ist wichtig. Wichtige Erkenntnisse. Und das klärt sich auf. Und das spürt ihr auch. Und da kommt natürlich ein Ergebnis, was sehr erfreulich ist. Falls hier um einen Neuanfang handelt, bleibt in diesem Vertrauen, in diesem Gleichgewicht, in diesem inneren Ruhe ein schönes Gefühl, weil hier ist die Kreativität und Erfolg auch spürbar. Und mit dieser Nachricht werdet ihr etwas Wichtiges klären. Sonntag zeigt diese drei Karten die Energie. Sonne und Mond zeigt auch das Gleichgewicht. Sonne ist die männliche Energie, Mond ist die weibliche Energie. Und Sonne symbolisiert auch Tag, Mond die Nacht. Und es ist wichtig, wie das schön alles im Gleichgewicht kommt und auch in Harmonie. Sonntag ist die absolute Harmonie und diese Harmonie ist auch ein Spiegel, weil dadurch verspürt ihr die Kraft. Und seid ihr wie eine Löwe, ihr spürt diese innere Kraft an euch, kommt auch Bestätigung von außen und das gleicht sich alles aus, es klärt etwas auf und ihr werdet diese inneren Kraft spüren, aber ihr werdet auch anderen diese Kraft vermitteln. Es ist ein Geben und Nehmen, das ist ein schöner Austausch. Und das war die Wochenende Liebesorakel, aber ich habe noch eine kurze Info für euch und wir übergehen jetzt auf diese Aufnahme.
Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und dieses Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse, darüber mehr zu erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr diese Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr den Link dazu und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.